Hallo meine lieben Hartplastiksteinvirtuosen, willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Und zwar war ich heute, also vor knapp 3 Stunden, beim Held der Steine, bin gerade nach Hause gekommen und der ein oder andere kann sich denken, wenn ich schon beim Held der Steine war und ein Lego-affiner Mensch bin, habe ich natürlich kein Lego gekauft. Nee, ich habe tatsächlich kein Lego gekauft, ich habe was anderes gekauft. Aber ich habe einen Einkauf getätigt und ich würde jetzt nicht lange in den heißen Brei herumreden, sondern einfach direkt zeigen, was die 2 Artikel sind. Das sind nämlich nur 2 Sachen. Und zwar ist es einmal für 12 Euro der klassische Ka Trabant von Kobi in hellblau. Ich weiß nicht, wie die Farbe bei Kobi heißt. 72 halt für 12 Euro ist natürlich doch recht teuer. Ist auch nicht wirklich viel drin, ist auch sehr leicht. Man sieht auch die Abmessung, der ist 10 cm tief, 5 cm breit und 4 cm hoch. Also ich würde mal sagen, der ist sogar kleiner als der Lego VW Käfer. Wer den kennt, der dem was sagt. Also, aber ich meine, ich bin halt gespannt auf diese ganzen geformten, bedruckten Partien. Hier, hier, hier und dann hier das Heck. Darauf bin ich mal gespannt. Und ich dachte, wenn man schon beim Held der Steine ist, dann kann man auch mal was Special-mäßiges holen, sage ich jetzt mal so. So. Und das, worauf ich, was ich richtig, richtig cool finde, ist der Merch, so gesehen, vom Held der Steine. Und zwar, der neueste sogar, diese super geile Tasse, Held der Steine-Tasse, auch mit dem neuen Logo. Das ist hier so eingraviert. Ich guck mal, dass man es irgendwie sehen kann. Ich glaube, man kann es hier bei der Schrift sehen, weil das ja Schatten wirft. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die wird mir jetzt in meinen Streams Gesellschaft leisten. Auch wenn ich nicht der Held der Steine bin, werde ich aus dieser Tasse trinken. Und ich finde sie einfach geil. Orange ist auch eine meiner Lieblingsfarben. Von daher finde ich das schön. Die kostet übrigens 15 Euro. Das heißt, das Ganze für 27 Euro ist jetzt ein bisschen überteuert. Aber ich meine, es ist der Held der Steine. Das ist schon in Ordnung. Außerdem, das hat er auch mal erzählt, verdient er an den kleineren Sets am meisten. Deswegen kann man einfach auch mal, wenn man in der Nähe wohnt, einfach so als kleines wohl gehen. Gut, Köln ist jetzt nicht wirklich in der Nähe, ist aber eine andere Sache. Somit war es das aber auch schon. 2 Minuten 20 jetzt sind wir knapp. Dann würde ich jetzt auch einfach wieder beenden. Sag, dass ihr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es mal wieder heißt: Stein auf Stein, ein Spaß von 9 bis 99.